Die schnellsten Tiere der Erde sind gefährliche Raubtiere. Von klein auf üben sie sich im Packen, trainieren ihre Muskeln, ihre Raffinesse und Wendigkeit. Keinesfalls können mächtige Tierchen ihnen widerstehen. Denkt man. Dennoch kommt es immer wieder vor. Was ist das Geheimnis? Mit welcher Taktik gewinnt Schwächere über Stärkere? Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mache es jetzt, um kein neues Video mehr zu verpassen. Die schnellsten Tiere der Welt sind mal hinreißend, mal hilflos. Jedes Tier hat eine spezielle Fähigkeit, die zum Überleben hilft. Es ist atemberaubend, welche Methoden dabei im Einsatz sind. Welches sind die Jagdmethoden der schnellsten Tiere der Erde? Wie schnell ist der Mensch im Vergleich? Und wie gewinnen schwächere Tiere gegen diese Champions? Das allerschnellste Tier von allen ist der 250 bis 300 Gramm schwere Gepard der Lüfte. Im Stoßflug erreicht der Wanderfalke ca. 320 bis 389 Stundenkilometer. Sein rasanter Anprall von oben setzt Vögeln, darunter Tauben, Raben und Möwen, meist schon außer Gefecht. Danach erfolgt ein gezielter Nackenbiss. Der tropische Speerfisch, schwarzer Marlin, ist mit 129 Stundenkilometern schneller als andere Wassertiere. Torpedoförmig schießt er durchs bewegte Wasser. Er rast in Schwärme kleinerer Fische und schlägt mit seinem Dolch vorne um sich. Anschließend schnappt er sich die betäubten Opfer. Langbeinige Geparden beschleunigen im gestreckten Lauf auf 93 bis 120 Stundenkilometern. Sie versuchen, ein Tier von der Herde zu isolieren und werfen es im vollen Lauf seitlich um, denn sie selbst wiegen nur um die 50 Kilogramm. Menschen sind zu Fuß nicht schneller als 40 Stundenkilometer. Im Auto immerhin 447 Stundenkilometer oder mehr. Eine bemannte Rakete braust schon mit 39.897 Kilometern pro Stunde dahin. Theoretisch sind sogar 100 Millionen möglich, also in 10% der Lichtgeschwindigkeit. Als Beispiel, Licht von der Erde erreicht unseren Mond in 1,3 Sekunden. So siegte eine Gazelle über vier Geparden. Die Gepardin hatte großen Hunger, die letzte Mahlzeit war wieder nicht ausreichend gewesen. Denn ihre drei Jungen waren schon recht groß, im Jagen aber noch ungeschickt. Mehrmals hatte sie beim Versuch, ihr zu helfen, die Grand-Gazellen eher vertrieben. Ihre Jungen hatten noch viel zu lernen. Einmal ganz ausgewachsen, würden sie allein auf die Jagd gehen. Schön sahen sie aus, mit ihrem hübschen goldbraunen Fell, schwarzen Flecken und hellem Bauch. Geparden sind langbeiniger und schmaler als Leoparden. Zudem sind ihre Flecken kleiner und bilden keine Kringel. Weitere Merkmale von Geparden sind schwarze Tränenstreifen von den Augen zum Maul und eine schwarze Schwanzspitze. Ihre Krallen können sie nicht einziehen, sie leben in Afrika und Asien. Im Grasland nahe der Wasserstelle waren einige rotbraune Gazellen mit weißem Bauch verstreut. Bei ihnen haben Männchen wie Weibchen Hörner. Die Gepardenmutter wählte eine aus, die schwächer aussah als die anderen und rannte direkt auf sie zu. Doch sie entkam, hakenschlagend, mitten in die Herde. Alle Gazellen in der Gruppe flüchteten in Richtung aufs Gestrüpp. Denn rennen sie um Bäume, nutzt Geparden ihre Geschwindigkeit nichts. Die Gepardin setzt ihnen nach und holte auf. So hatte sie plötzlich ein stattliches Tier direkt vor sich. Sie war hungrig und die Gazelle war groß genug, sie und ihren Nachwuchs zu sättigen. Also beschleunigte sie erneut und drängte die Gazelle von den Bäumen fort. Dann hieb sie kraftvoll mit den Pranken gegen ihr Hinterteil. Geparden müssen Hüfttiere so schnell zu Fall bringen, weil sie ausdauernder im Laufen sind. Schon kamen die Jungen angerannt. Mutti warf den Bock gerade mit großer Anstrengung auf den Rücken. Sie war erschöpft. Heute war sie bereits mehr gerannt, als ihr gut tat. Die Gazelle setzte indes alles daran, wieder hochzukommen. Sie drehte und wandte sich, die Gepardin mühte sich, ihr Hinterteil niederzuhalten. Doch schon war die Gazelle oben und schlug mit den knallharten Hufen nach hinten. Die Gepardenmutter umrundete sie und hängte sich mit letzter Anstrengung an ihren Hals. Sie wollte dem kräftigen Tier durch einen zunehmend stärkeren Biss die Kehle schließen. Doch schwand ihr zunehmend die notwendige Kraft, weil der Bock immer wieder zum Sprung ansetzte. Niederwerfen und Kehlbiss erwachsener Geparden sind gewöhnlich in Hälfte aller Fälle erfolgreich. Voller Anstrengung wollten die Gepardenjungen helfen. Sie versuchten, eines der zappelnden Beine durchzubeißen, doch der Bock hielt stets nur kurz ein, bockte dann wieder und gab nicht auf.
Als die Jungfer verwirrt aufblickten, weil ihre Mutter ausgelaugt stöhnte, nutzte die Gazelle geschickt den Moment. Sie schüttelte sich frei und attackierte nun mit ihren langen, dolchscharfen Hörnern. Sie schob einen der überrümpelten Jungen, ihn fast aufgabelnd mit tiefst gesenktem Kopf vor sich her. Er krümmte sich vor Schmerzen zusammen. Während die zwei anderen irritiert und planlos neben ihrer schwer atmenden Mutter und dem Verletzten standen, entkam die Gazelle eiligst. Die Gepardenmutter war verzweifelt. Keiner von ihnen hatte heute gefressen. Sie würde sich schnell erholen müssen. Die wenigen Hasen hier reichten nicht für alle. Manchmal begangen Junge aus reiner Not plötzlich gelingende, alleinige Angriffe auf Gazellen. Vielleicht würden sie durchkommen. Löwen können mit 80 Stundenkilometern rennen und um die 165 Kilogramm wiegen. Sie lauern besonders gern verletzten oder unterliegenden kämpfenden Gazellen auf. Dann stürzen sie sich aufs geschwächte Tier. Ungefähr 20% aller Angriffe von Löwen gelingen. Beispiele für Tricks der Schwachen im Tierreich. Lassen Wanderfalken ihr Nest kurz unbeaufsichtigt, nutzen Möwen die Chance, die Eier zu fressen. Kleine Wanderfalken im Ei können sich dagegen nicht wehren. Geparden halten ihren Eilsprint nur 400 Meter und für 1-2 Sekunden durch. Danach verlangsamen sie sich auf 53 Stundenkilometer. Nach 38 Sekunden ist die Jagd meistens schon vorbei. Liegt der Gepard keuchend vor Anstrengung neben seinem erlegten Tier, pirschen sich oft Löwen, Leoparden oder Hyänen heran. Sie versuchen, ihm das Tier zu rauben oder ihn anzugreifen. Geparden zählen unter die Kleinkatzen der Halbwüste. Fische und Gazellen, in Schwärmen oder Herden unterwegs, flitzen bei Gefahr durcheinander und teilen sich in Grüppchen auf. So verliert der Angreifer den Überblick. Lange halten Angreifer beim Jagen ihre Höchstgeschwindigkeit nicht durch. Müssen sie immer wieder neu ansetzen, verbrauchen sie ihre Kraftreserven schnell. Impala-Gazellen zeigen bei Gefahr Prellspingen, aber häufiger bei Wildhunden und Hyänen als bei Geparden oder Löwen. Dabei krümmen sie den Rücken und springen mit allen vier Beinen nach oben. Dann rasen sie fort. Impalas zeigen mit Prellspringen, wie gut sie in Form sind, das verhindert oft schon jeden Angriff. Sie machen auch weite Sprünge, wobei sie die Richtung wechseln. Wildhunde verlieren dabei die Spur, weil sie geradeaus weiterlaufen, die Nase am Boden. Haben Angler im Boot einen kampfstarken Marlin am Haken, heißt es aufpassen. Manchmal landet er mit großen Sprung im Boot, schlittert er herum und greift alle an. Aus Panik vor dem tobenden Fisch gingen schon viele Leute über Bord. Auch manche Wabusch schnappen nach Füßen. Sie können Muskeln und Sehnen durchbeißen. Es kam sogar vor, dass der Speerfisch Holzboote durchlöcherte. Dann trieben die Fischer tagelang hilflos im Meer. Uhus jagen von hoher Warte. Sie fliegen nahezu geräuschlos. Die Kraft ihrer Fänge ist gigantisch, ihre Krallen scharf. Von Autos über- oder angefahrene Tiere sind für sie bequemes, gefundenes Fressen. Kleinere Katzen und Hunde fangen sie auch. Sie sitzen mit schwerer Beute am Boden, freuen sich dagegen Katze, Hunde, Füchse oder Wölfe. Denn Uhus kommen nur schwerfällig wieder hoch. Mit Beutetieren über 2 Kilo ist es unmöglich, sie müssen dann am Boden fressen, wobei Katzen und Hunde sie angreifen können. Schnelligkeit oder Flügel alleine sind keine Garantie für den Sieg. Aber gute Beobachtung, Taktik und Ausdauer. Schreibe gern einen Kommentar zum Thema. Jedes Tier hat eine Besonderheit, die es gezielt einsetzt. Welche Geschichte kennst du, bei der ein Tier außergewöhnliche Fähigkeiten zeigte, um sich zu retten? Welches Erlebnis mit Tieren fällt dir ein, bei denen ein schwaches gegen ein viel stärkeres gewann?